Hallo liebe Leute. Ich erzähle euch nun eine Geschichte. Sie könnte wahr sein, weiß ich nicht. Es geht um ein Mädchen namens Jenny. Viel Spaß beim Hören. Nein, liebes Tagebuch, ich habe genug. Ich muss hier weg, diese scheiß Welt, sie tut mir nicht gut. Ich hab so oft versucht, hab versucht mich anzupassen. Versucht zu sein, wie sie wollen, aber sie wollten mich hassen. Bin ich wirklich so fett? Warum nennen sie mich so? Das kann nicht sein, inzwischen landet alles wieder im Klo. Ich presse nun jeden Tag meinen Finger in meinen Hals. Esse kaum noch etwas und wenn, hol ich's da wieder raus, das ist okay. Ich hab zwar manchmal Krämpfe im Magen, aber ich fühle mich schön, auch wenn alle was anderes sagen. Sie lügen sowieso, sie hassen mich, ich kann es doch fühlen. Der Weg zur Schönheit ist zu kurz und danach zweimal zu spülen, um meine Wunden zu kühlen. Da hilft kein Kühlpack der Welt. Medizin ist nur mein Finger und der kostet kein Geld. Es kostet mich rein gar nichts, mich ihnen anzupassen. Doch sie nennen mich krank, verdammt, sie können es nicht lassen. Sie nennt mich fett, fickt meine Gefühle. Ich wollte abnehmen, kotzen machte weniger Mühe. Sie nennt mich hässlich, fickt wieder meine Gefühle. Finger an Hals pressen und dann runterdrücken die Spüle. Sie nennt mich fett, fickt meine Gefühle. Ich wollte abnehmen, kotzen machte weniger Mühe. Sie nennt mich hässlich, fickt wieder meine Gefühle. Finger an Hals pressen und dann runterdrücken die Spüle. Hallo liebes Tagebuch, es wird immer schlimmer, nun nennen sie mich auch noch krank, warum geschieht mir das immer? Ich hasse es, ich hasse mich, warum bin ich so hässlich, warum bin ich so schwach, warum denn so zerbrechlich? Ich will nicht mehr leben, mir ist sowieso alles egal, bis ich eine gute Lösung fand, mir rote Linien mal. Rote Linien auf den Armen, rote Linien auf den Beinen, mein Stift war die Klinge, ich malte während ich weine auf meiner schneeweißen Haut. Kann man es gut sehen, mein ein und alles Wort, wörtlich Blut, Schweiß und Tränen. Ich hatte ziemlich oft keinen Bock mehr, doch reißte mich am Riemen, ritzte mich immer weiter, Schmerzen weg, nie wieder erschienen. Das tat mir so gut, die Droge der Klinge, das ist die neue Medizin. Scheiß drauf, ich weiß, dass ich spinne, aber was bleibt mir denn übrig? Ich will doch einfach nur fliehen, die Zeit nimmt mich nur mit, ich will das nicht, ich will vor ihr fliehen. Ich habe lange überlegt, so viele zahlreiche Stunden, und nach langer Überlegung habe ich endlich eine Lösung gefunden. Ein schockierendes Ereignis beschäftigt seit gestern die Einwohner von Soheon. Das 14-jährige Mädchen Jenny Grosoach nahm sich gestern Abend um ca. 21.30 Uhr mit einem Strick in ihrem Keller das Leben. Der Grund ist nicht genau bekannt, jedoch wird Mobbing in Betracht gezogen, da Familienangehörige einen Brief fanden, in dem stand: Sie nennt mich krank! Fickt meine Gefühle, hat keinen Nerv zum Leben, egal wie ich mich bemühe, sie nennt mich Opfer! Fickten wieder meine Gefühle, ich wollte sterben und da hängen machte weniger Mühe. Fickt meine Gefühle, hat keinen Nerv zum Leben, egal wie ich mich bemühe, sie nennt mich Opfer. Fickten wieder meine Gefühle, ich wollte sterben und da hängen machte weniger Mühe.